Hallo, mein Name ist Michel Abdullahi und ich habe einen harten Job vor mir. Ich bin auf dem Weg in eine Parallelgesellschaft, in einen regelrechten Problembezirk, zu Menschen, die sich abgeschottet haben, schwer integrierbar sind, mit einem kriminellen Anführer, wie es heißt. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, was dort auf mich zukommt, wenn ich an so einen Ort fahre, der vielleicht nicht der beste zum Urlaub machen auf der Welt ist. Ankunft an einem Ort, vor dem viele Menschen Angst haben. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Das ist unsere Wiese jetzt hier, ne? Es ist ein Dorf, das immer wieder Schlagzeilen macht, als Nazidorf und national befreite Zone. Journalisten aus aller Welt haben hier schon vorbeigeschaut, doch wirklich ins Gespräch mit den Nazis kam noch niemand. Ich werde ein bisschen länger bleiben, für einen Monat, in einem eigenen Häuschen mit Genehmigung des Bürgermeisters der Samtgemeinde. Die Geschichte beginnt mit einer Mischung aus Anspannung und Übermut. Feierabend. Soll ich Hallo sagen? Nö, lass mal. Nee, okay. Boah, nicht stören, ne? Also falls. Ja, das habt ihr ja fein hingekriegt mit dem nicht stören. Ja. Ich dir mal sagen. Das ist übrigens Sven Krüger. Der ist der Chef hier, heißt es. Herzlich willkommen in Jamel. Ab morgen möchte ich mit den Menschen hier ins Gespräch kommen. Finde ich schon unheimlich ein wenig. 22 Uhr. Kein Mensch zu sehen. Trotzdem fühle ich mich irgendwie beobachtet. Tag 1 im Nazidorf. Niemand zu sehen. Nur das Wandgemälde. Eine arische Familie. Einigen Bewohnern habe ich mich bereits vorgestellt, allerdings ohne Kamera. Filmen ist unerwünscht. Wollt ihr die Hand? Nee. Nee, okay. Fremde gebe ich nicht die Hand. Fremde? Mach die Kamera aus. Ja, klar. Machst du die Kamera aus? Erkunden wir mal unsere neue Nachbarschaft. Ein Wegweiser. Mit interessanten Orten. Die Ostmark haben wir, was haben wir da? Braunau am Inn, der Geburtsort von Hitler. Der Bräunig und das Führerhauptquartier. Dass sich die Jameler noch zu ihrer Herkunft bekennen und nicht mit dem volkszerstörenden Multikulti-Strom schwimmen. Hunde sind hier willkommen. Und Symbole mögen sie auch. Ein Autokennzeichen mit der 88, Nazi-Code für Heil Hitler. Und White Power kennt man eigentlich von den Mördern des Ku Klux Klan. Und dann ein Mensch. Hier ist ja gut. Frau Baske lebt schon seit über 40 Jahren hier.
ich bin gegen Nazis und alles. Das will ich gar nicht sagen. Aber für mich sind diese Leute keine Nazis. Woran machen Sie das fest, dass das keine Nazis sind, obwohl wir Braunau am Inn ausweisen, dem Geburtsort von Adolf Hitler? Das sind keine Nazis, hundertprozentig nicht. Hm. Die haben auch ihre eigene Meinung. Hm. Hm. Ne? Und was heißt hier, wenn ich in der NPD bin, bin ich doch kein Nazi. Aber rechts. Was? Ja, und? Das soll die NPD ja von sich sagen. Es gibt auch links. Ja, richtig. Ich bin in gar keiner Partei. Ich war noch nie in einer Partei. Hm. Ich würde auch nie in eine reingehen. Hm. Jamel, das sind 11 Häuser am Ende einer Sackgasse, die Bewohner zum Großteil Nazis. Und am Rande des Dorfes ein Künstlerpaar, das sich seit Jahren wehrt. Keiner redet mit mir, die Nazis schon gar nicht. Liegt es an mir, dem Deutsch-Iraner oder an den Kameras? Sonst geben sie sich hier gerne so selbstbewusst, zum Beispiel mit dieser arischen Familie, ihr ganzer Stolz. Weil ich freundlich ignoriert werde, mache ich einen Ausflug zum Gesinnungsumfeld des Dorfes. Nationaler Sozialismus, Nazi-Demo in Waren an der Müritz. Frei, sozial und national, als hätten sie es vom Nazidorf hierher getragen. Dieselben politischen Träume, nur lauter. Frei, sozial, national. Erinnert mich an ein Bild, was ich jeden Morgen beim Aufstehen lese. Wahrscheinlich würden die mich am liebsten abschieben aus meinem eigenen Land. Wie die aussehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein schönes Jamel vermisse. Aber alles hängt mit allem zusammen. Diese Rednerin kennt das Genom des rechten Dorfes nur zu gut. Dadurch bekommen diese die Macht, über die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu bestimmen. Hallo. Doris Zutt, NPD-Spitzenkraft, wie lange Zeit auch zwei Bewohner des Nazidorfes. Versuch einer Standortbestimmung. Kommen Sie dann zu mir, dann haben wir ein bisschen mehr Sonne im Gesicht. Ja, wenn wir beide schön braun. Sie von außen, ich von innen. Was ist Heimat für Sie? Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle, wo meine Landsleute sind, wo ich geboren bin, wo meine Wurzeln sind. Gehöre ich auch hierhin? Sie haben ein Recht, hier zu wohnen, ja, aber Ihre Heimat, Ihre Wurzeln sind wahrscheinlich woanders. Ja, die Wurzeln sind woanders, aber wo ist meine Heimat, wenn ich schon seit Kind an hier lebe? Ja, das ist dann ein Fehler Ihrer Eltern, denn Ihre Eltern haben Sie damit entwurzelt. Aber ich fühle mich überhaupt nicht entwurzelt. Das ist Ihre Meinung. Ich fühle mich total wohl hier. Welche Kultur leben Sie? Leben Sie Ihre, die Ihrer Eltern, Ihrer Vorfahren oder leben Sie unsere Kultur, eine deutsche Kultur? Eine Mischung aus beiden lebe ich. Eine Mischung aus beiden gibt es nicht. Jesus ist in einem Stall geboren und ist auch kein Esel. Es gibt nur eins, was man leben kann. Mhm. Jamel nach Feierabend. Ich versuche nochmal Kontakt aufzunehmen. Der Mann auf dem Rasenmäher ist Sven Krüger. Ein berüchtigter Neonazi bei der Gartenarbeit. Was hat es hier mit dem Wegweiser auf sich? Wieso, das ist unser Wegweiser. Wir haben es mal Spaß gemacht und dann haben sich alle darüber aufgeregt. Und dann haben wir ein Gerichtsverfahren gehabt und dann wurde er über Nacht weggeholt. Und dann haben wir einen Prozess geführt und gewonnen, ganz demokratisch. Und mit diesem System, dann haben wir einen neuen gebaut. Und noch einen Meter höher, damit sie es lernen. Hm. Das ist auch eine Trotzsache, wir sind Mecklenburger, ne? Wir haben einen dicken Schädel. Wir wollen uns duzen? Ja. Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind. Ich bin Sven. Ich bin Michel. Ich bin 34. Ja, dann sind wir dann kann dicht ich das du anbieten. Beieinander. Dann kann ich das du anbieten. Siehst du dich selber als Neonazi? Schwer zu sagen. Es ist immer eine Veranlagung, wie man den Begriff definiert. Ne? Wenn man sich nicht zur BRD bekennt und dann ganz automatisch als außerhalb der Rechtsordnung verortet wird, dann ist es so, dass man diese Leute ja einfach so automatisch als Neonazis bezeichnet. Ich weiß nicht, ich kann den Begriff Neonazi für mich gar nicht definieren. Für mich ist der Leitsatz eben Gewalt ja oder Gewalt nein. Und daran kann man Menschen festmachen, aber nicht an politischen Überzeugungen oder weil er zu bestimmten politischen Themen eine andere Meinung hat, wie gerade der Mainstream ist. Und Gewalt ja oder Gewalt nein? Bei mir? Ja. Ja, früher habe ich nichts ausgelassen, das sage ich mal so. Aber heute, ich bin 40 Jahre alt, ich habe 3 Kinder. Was soll ich mich noch rumprügeln? Das ist schon lange vorbei. So, jetzt reicht mir das aber auch. Ist auch in Ordnung, ich lasse dich auch in Ruhe. Muss ich nicht gearbeitet werden. Herr Du mit dem Obernazi. Und der Mann ist mir irgendwie auch ein bisschen sympathisch. Okay.
Aber mehrere Gerichtsurteile belegen, Sven Krüger ist nicht immer ganz so nett. Körperverletzung, Hehlerei, Waffenbesitz. Zahlreiche Vorstrafen bis in die jüngste Vergangenheit. Die Polizei fand Anfang 2011 bei ihm unter anderem eine Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg und hunderte Schuss scharfe Munition. Von solchen Dingen fühlen sich die Menschen bedroht, die am anderen Ende des Dorfes wohnen. 100 Meter entfernt leben zwei Aktivisten, die sich der Nazi-Bewegung im Dorf widersetzen. Und hier stand ihre Scheune. Vollständig zerstört durch Brandstiftung. Wer dahinter steckt, ist nicht geklärt. Da die Lohmeyers hier in ein paar Tagen wieder ihr jährliches Festival gegen rechts veranstalten wollen, vermuten sie, es sei ein Brandanschlag der Nazis gewesen. Eine Mutmaßung, die ihnen Angst macht. Hat sie das bestärkt in ihrer Mission? Ja, also uns war in der Brandnacht klar, dass wir unser Festival auf alle Fälle starten werden. Wir machen weiter, wir lassen uns nicht vertreiben und das hat uns gestärkt, ja. Man hat uns getroffen, aber man hat uns nicht zerstört. Wie ist das in dem Dorf? Wie ist das für Sie? Man muss sich das so vorstellen. Wir kommen nach Hause, stellen den Wagen ab, am nächsten Morgen steigen sie ins Auto ein und sie merken, dass der Reifen zerstochen ist. Oder dass ein bekannter NPD-Abgeordneter hier im Dorf meine Frau besucht und ihr rät, das Haus doch zu verkaufen, solange sie noch können. Das sind, denke ich mal, eindeutige Signale in unsere Richtung, die belegen, dass man uns hier verjagen möchte, dass man unter sich bleiben möchte. National befreite Zone. Aufgeklärt wurde nie, wer die Reifen zerstochen hat. Die Nazis geben lediglich zu, sie hätten einmal eine Ratte in den Briefkasten geworfen. Das Tinghaus im Nachbarort Grevesmühlen. Eine Festung für Nazis. Der Eigentümer, Dorfchef Sven Krüger. Von hier aus wurde laut Verfassungsschutz ein braunes Netzwerk organisiert. Jeden Freitag laden hier NPD-Landtagsabgeordnete zur Bürgersprechstunde ein. Auch der Fraktionschef Udo Pasteurs. Der will mich hier allerdings nicht empfangen. Stattdessen gewährt er mir eine Audienz an einem repräsentativeren Ort, dem Schweriner Schloss. Abdullahi NDR, hallo, grüß Sie. Schön, dass Sie die Zeit genommen haben. So, wir sind ja nahe in Jamel zum Tinghaus und zu Grevesmühlen, wo normalerweise die Bürgersprechstunde stattfindet. So haben Sie es hier sehr schön. Im Landtag. Warum mussten wir so weit fahren? Ja, weil ich den Ort bestimme. Wenn Sie etwas von mir wollen und meine Terminlage so ist, wie sie ist, dann sage ich Ihnen freundlicherweise, ja, ich bin bereit dazu und dann nenne ich Ihnen die Bedingungen. Sie sind mein Gast. Ist es für Sie in Ordnung, dass ich hier bin in Deutschland, dass ich hier lebe? Ja, das kommt darauf an, welchen Rechtsstatus Sie haben. Deutscher Staatsbürger. Wenn Sie deutscher Staatsbürger sind, dann sind Sie ein deutscher Staatsbürger nach geltendem Recht. Und Sie sind persischer Abstammung. Das ist eine Formalie, die so ist, wie sie ist. Und die haben wir zu respektieren. Und ich tue das auch. Also es ist in Ordnung, dass ich hier bin? Ja, wenn Sie legal hier sind, ist das formal in Ordnung. Zu Jamel noch eine Frage. Es ist ja nicht strafbar, einen Ort auszuschildern. Aber Braunau am Inn ist ja schon ein Zeichen. Ja, also wissen Sie, es gibt hier linke Kommunen. Da steht also 680 Kilometer bis Moskau oder sowas. Ja, aber Moskau ist ja Moskau. Ja, Moskau ist Moskau. Aber Braunau hat ja nur eine einzige Sache hervorgebracht in seiner langen Geschichte, nämlich Adolf Hitler. Und das auszuschildern ist... Gut, aber was... Wie stehen Sie dazu? Wie ich dazu stehe, das ist eine Geschmackssache. Also aber Hitler ist doch keine Geschmackssache. Also ich persönlich würde mir kein Schild auf mein Grundstück stellen, so und so viele Kilometer bis Moskau. Das müssen Sie ja nicht. Oder bis Braunau. Also das ist eine Geschmackssache. Was wollen Sie da von mir für einen Kommentar jetzt? Na, ich frage nur, was man davon hält als demokratische Partei. Oh Mann, Sie sind da auf einem Niveau unterwegs. Mit Niveau kennt er sich aus. Der Mann ist verurteilter Volksverhetzer. In Jamel werde ich immer ratloser. Die meisten sind inzwischen durchaus freundlich, wollen sich aber nicht filmen lassen. Meine Idee... Ich, der neue Nachbar, lade zum Grillfest ein.
Das ganze Dorf soll kommen. Leider überwiegt bei den Dorfbewohnern wohl eher die Skepsis, nicht die Neugierde. Offensichtlich überlassen sie das Reden lieber ihm, Sven Krüger. Es scheint eine abgestimmte Rollenaufteilung zu sein. Nazi-Marketing. Wir beraten gerade über ein neues Bild. Das ist jetzt, ich glaube, 7 Jahre alt oder 6 Jahre alt, weiß ich nicht genau. Und wir wollen uns da nochmal verändern. Und zwar? Ist noch nicht abgeschlossen. Bei uns ist das ein Findungsprozess, weil alle Leute haben so eine Idee und dann wird das Beste draus gemacht. Bei uns ist direkte Demokratie. Da steht ja drauf irgendwie, ne? Die funktioniert nicht so gut. Die direkte funktioniert nicht? Weiß diese nicht. Jetzt, die andere, die parlamentarische, funktioniert ja gar nicht, denke ich. Ach, da haben wir andere Meinungen. Ich finde ja, die ganz gut. Ich denke, wir können hier beide sitzen und uns unterhalten. Das ist darüber unsere... kann man sich reden. So, das ist sogar in diesem Land noch erlaubt. Ich glaube, mit diesen mehr Parteien, also Parteien als solche sollten sind, glaube ich. Ich glaube, ein Senat mit intelligenten Menschen. Weißt du, wo du super gut aufgehoben wärst, Sven? Ja. Im Iran. Wieso? Ja, ja, die können all das, was du sagst. Du bist da, das wird das perfekte Land. Keine Parteien, einer sagt das alles an. Das soll mir nicht einer sagen. Okay, dann sag, was wäre dein Wunsch, damit wir in den Rechtsstaat reinkommen? Du hast ja Ahnung davon, sagst ja. Nee. Zitierst ja Paragraphen und weißt ja, was drinsteht. Leider habe ich keine Ahnung. Leider bin ich sehr ungebildet. Das stört mich. Ich habe nur eine Hauptschule und danach nur gearbeitet und im Knast gesessen. Ich habe leider nicht studiert. Ich hätte gerne zur Gesellschaftsbildung in diesem Land beigetragen. Aber ich bin da wahrscheinlich zu dämlich zu. Das ist schade. Dass man so Schweizer Modelle. Doch es ist nie zu spät für Gesellschaftsbildung. Deshalb frage ich Krüger nach dem Thema dieser Tage. Den Flüchtlingen, den Übergriffen auf Unterkünfte. Wie stehst du dazu, was jetzt in Heidenau los ist? Foxhorn, kann passieren. Betrifft mich nicht. Würdest du hier auch Sturm laufen, wenn man hier einen Container hinstellt? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich denke nicht, dass es so weit kommt. Denken wir mal drüber nach. Ich weiß nicht, so verbrannt wie wir sind vom Namen her, wäre das ja eine Geiselnahme. Nein. Ich denke nicht, dass irgendein Bürgermeister um die Nazis zu ärgern, stellen wir den Mann Wohncontainer auf die Bude und setzen nach 6 Polizisten rum, die den das ganzen ist, Tag nein, nichts anderes. Überhaupt nicht. Ich glaube, du kommst rüber und gibst zwar ein paar alte Schuhe ab und sagst, hier nimmt. Also wenn deine Familie kommt, die Not hat. Das Problem ist, wenn man hat, sie wirklich kennenlernt, kann man sie nicht hassen. Das Problem ist, ich kann ihm nicht alle Ausländer vorstellen, damit er sie nicht hasst. Verabredung mit einer Frau, die Jamel seit Jahren beobachtet und die das Dorf vor allem als feindlich erlebt hat. Heimlich gemachte Aufnahmen zeigen das andere Leben des Dorfes. Und klar, Hitler würde sich kaputt lachen über diese Truppe. Aber auch wenn es chaotisch aussieht, sie würden gerne mehr ausrichten mit ihrer Ideologie. Vielleicht steht auch dafür der Scheiterhaufen. Hallo Frau Röpke, schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Sicherheitshalber treffen wir uns außerhalb des Dorfes. Ich bin ja jetzt schon seit einiger Zeit in dem Dorf und die Dorfgemeinschaft gibt sich unglaublich nett mir gegenüber. Klar, wenn die Ihnen gegenüber jetzt diese Zeit lang freundlich waren, dann ist das eine Inszenierung. Das können die. Die können sich auch zur Wahl inszenieren. Die können, das ist ja auch eine Strategie in Mecklenburg-Vorpommern, dass sie wirklich als die harmlosen Bürger von nebenan mit Familie, Kind und Kegel auftreten. So ziehen sie auch ihre Kinderfeste auf. Aber so sind sie nicht wirklich. Sie sind wirklich gefährlich. Und Jamel an sich, dieses Dorf und damit auch das Tinghaus in Grevesmühlen, das ist kein Spaß, das ist kein Witz. Sondern das ist wirklich bitterer, gefährlicher Alltag für viele Menschen. Wenn ich jetzt insbesondere mit Sven Krüger über die Gewaltdelikte spreche, dann heißt es, dass die Gewalt das von Jugendsünden, das ist aus früheren Zeiten. Von dieser Kameradschaft ausgeht bei Demonstrationen, das erleben wir immer wieder, gehen immer wieder Einschüchterungsversuche und Bedrohungen. Also mitnichten ist es so, dass tatsächlich Sven Krüger von Jugendsünden reden kann. Diese Struktur um ihn herum ist gefährlich. Warum denken Sie, dass diese Menschen gefährlich sind? Oder woran machen Sie das aus? Das weiß ich aus Erfahrung. Ich bin selber angegriffen worden. Ich werde genauso wie Fachkollegen, wir werden ständig bedroht. Wir werden gejagt. Was meinen Sie, wie schnell man in der Region sein muss,
um wieder wegzukommen. Also man kann sich dort nicht frei bewegen. Die wollen die Dominanz dort ausüben und natürlich nicht nur in Jame, sondern weitergehend. Sie wollen einfach das Grundgesetz, sie wollen die Menschlichkeit, sie wollen unsere ethischen Werte, sie wollen Autoritäten aushebeln und selber bestimmen, hier haben wir das Sagen. Im Dorf läuft währenddessen die Polizei auf, besonders an diesem Wochenende. Das Festival gegen Rechts steht an und wird streng abgesichert. Nach dem Brandanschlag haben sich viel mehr Besucher als sonst angekündigt. Krüger hat seine eigene Veranstaltung mit Kameraden und mit Hüpfburg für die Einschulung seiner Tochter. Prominente Besucher wie Campino sind dieses Mal auch gekommen. Derweil wird bei den Nazis gehüpft und auf Ideal Familie gemacht. Auch Politiker sind angereist. Nach dem Scheunenbrand sind alle Augen auf Jamel gerichtet. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zeigt Flagge gegen rechts. Haben Sie einen Moment für uns? Wir sind von der ARD. Ja. Was halten Sie von diesem Familienbild, was die Menschen hier haben? Dieses Familienbild suggeriert erstmal Heimat. Und der Begriff Heimat ist ja für viele ein guter Begriff. Aber dahinter steckt rechtsradikales Gedankengut und das ist das Problem. Dahinter steckt, dass nur das Heimat ist und nur das zu Deutschland gehört, was eben angeblich deutsch ist und sich damit gegen alles Fremdes und anderes richtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es sehr, sehr undeutsch, nicht weltoffen zu sein und zum Beispiel gegen Flüchtlinge und Andersdenkende zu sein. Jamel! Wir haben Lieder mitgebracht für alle Bewohner des Dorfes. Und auch für die Freunde, die diese Hüpfburg so schön aufgepustet haben. Es ist die Geschichte über einen Kumpel von ihnen. Es ist die Geschichte über Sascha. Der Sascha, er ist arbeitslos. Das macht er ohne Arbeit los. Krüger erzählt mir später, dass auch viele von ihnen Fans der Toten Hosen sind. Bizarr. Und Deutschland, das ist schwer. Der Wegweiser ist das Aushängeschild des Dorfes, der Eiffelturm von Jamel. Komisch, dass ihn Menschen, die hier ihr Haus gebaut haben, offenbar gar nicht so genau anschauen. So ein Wegweiser steht in jedem Vorgarten. Ja, aber nicht in jedem Vorgarten. Ist Braunau am Inn ausgeschildert, der Geburtsort von Adolf Hitler? Das ist ja schon... Ich war gerade Wochenende in Bad Segeberg, da habe ich auch so einen Wegweiser gesehen. Auch mit Braunau dran? Oder stand da irgendwie Pinneberg dann als andere? Nee, ein bisschen weiter, ne? Ja. Aber bei Paris oder ja, Paris oder ist eine schöne Stadt. Ne? So, ja. Paris und New York machen ja viele, aber Braunau ist ja doch befremdlich, sage ich mal. Oder empfinden Sie das gar nicht so? Ich habe da so noch gar nicht raufgeguckt. Der Wegweiser, den sehe ich da gar nicht. Dann sage ich Ihnen das jetzt. Dann brauchen wir gar nicht raufzugucken. Da sind so ein paar Wer da gewohnt hat. Oder in Braunau? Ja. Adolf Hitler ist da geboren. Das ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Aber den kenne ich ja gar nicht. Den kennen Sie gar nicht. Nee. Nie gehört. Oder Sie kennen ihn persönlich nicht, das ist ja klar. Aber was er so gemacht hat, weiß man also ja. Eigentlich wollte Klaus Streif nicht vor der Kamera mit mir reden. Jetzt weiß ich auch warum. Gehandelt werde sozusagen. Klaus, hast du ja um Kopf und Kragen geredet? Nee, hat er nicht. Sehr, sehr. Er ist souverän. Nein, er kann das. Er kann gut reden. Aber sag mal, du, ganz ehrlich. Tätigkeit. Ja, das ist doch voll. Deswegen sind sie ja hier. Die sind ja nicht hier wegen unserem schönen grünen Gras. Die sind hier wegen unserem braunen Zaun. Und dann landet eine Einladung bei mir. Sven Krüger hat sie mir gegeben. Offensichtlich möchte er, dass ich zu einer Demonstration nach Wismar komme. Es geht dort gemeinsam für die Heimat. Und das also ist Krügers Bekanntenkreis. Er selbst ist schon ganz euphorisch. Moin Michel!
Ich hab mir gedacht, dass du kommst. Was hast du denn mit? Zeig mal. Mecklenburg-Fahne. Ach, die Mecklenburg-Fahne. Die Heimat. Kannst du mal sagen, was heute passieren wird? Wir gehen heute schön durch die Stadt. Wogegen oder wofür wird demonstriert? Ah, das werden wir noch klären heute. Das werden wir noch klären. Wir haben bestimmt prominente Redner, die uns das genau nahelegen werden. Du weißt es auch selber noch nicht. Ja, ich kümmere mich nicht so doll darum. Okay. Gut, bis später. Bis später. Wir wollen keine Asylantenheime. Solche Parolen werden gebrüllt, bevor Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden. Und Sven Krüger mit seiner Mecklenburg-Fahne singt kräftig mit. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und manch einer möchte uns am liebsten gleich zeigen, wie das geht mit der Vertreibung. Sven Krüger in seinem Biotop. Und der Herr, der Hitler nicht kennt, marschiert auch fröhlich mit. Nach diesem geballten Aufmarsch von Rassisten brauche ich dringend Erholung und möchte einfach nur ganz normale Leute sprechen. Wir sind vom Norddeutschen Rundfunk und machen eine Umfrage. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ausländern? Ich habe nichts gegen die. Macht Ihnen das Angst, dass die kommen? Ja, manchmal ja. Sind die gleich da mit ihren Messers da in der Tasche und denen gleich auf einen losgehen, manchmal, wie man so sieht oder hört im Fernsehen. Ist Ihnen das passiert? Sind die mit dem Messer? Nee. Diese Leute, wenn sie herkommen, wenn du denen ein paar Schuhe stellst und sagst, wie, ich möchte die nicht, ich möchte ein paar Adidas-Schuhe oder Puma-Schuhe. Andere Schuhe ziehe ich nicht an. Meinen Sie, das ist manche, so? Manche, ja, es ist so. Ja. Also, kriegt man das mit selber? Macht man die Erfahrung? Ich selber nicht so. Wenn wir 750 Millionen kommen, wo sollen wir noch hin? 750 Millionen sollen kommen. Angeblich sagt das DNTV. Ja. Oder Facebook. Wenn man hier durch die Stadt geht oder auch woanders in anderen Städten, ist egal, man hört immer die Ausländer recht laut reden. Recht laut, als wenn das hier ihr Land hier ist. Was wollen die? Wir haben da selber mit uns zu tun. Wir haben da mit uns auch selber zu tun, oder nicht? Hm. Da haben wir selber zu tun mit uns, selber. Hm. Ich habe meine Rente, meine Minimumrente, da muss ich mit rauskommen. Ja. So, fertig. Wir müssen da dulden, hier, dass sie hier sind. Ja? So, fertig. Und was mit mir? Was? Ich bin ja auch Ausländer. Ja, das ist ja nichts. Die rechte Gesinnung ist nicht auf Jamel beschränkt. Nur hier wird sie eben offen zur Schau gestellt. Ich bastel ein neues Schild für den Wegweiser. Meinen Geburtsort Teheran. Die Nazis stehen ja so auf Symbole. Moin. Und ich habe noch ein weiteres Geschenk für Sie. Symbolpolitik. Zeichen gegen Zeichen. Mein persönliches Familienbild mit einem dunkelhäutigen Jungen, ein bisschen so wie ich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer ins Dorf fährt, wird ab jetzt von diesem Wandgemälde begrüßt. Zum Abschied lade ich noch einmal ganz Jamel ein. Diesmal zu Couscous-Salat und Nackensteaks. Zwei Dorfbewohner kommen sogar. Eine bringt ihre Enkelkinder mit. Die Nazis kommen nicht. Sie gehören aber dazu. Ja, sie gehören aber zum Dorf mit dazu. Ja, das ist der Kamerascheu. Außer Sven Krüger natürlich. Ja. Hallo? Alles klar? Mal aufgucken, das ist Hartweizen. Haben Sie denn mein Bild gesehen, was ich hier hingehängt habe? Nein. Du hast es auch noch nicht so richtig mitbekommen. Oh, ich hab schon gekopft, ne? Wie findet ihr? Wir den Artikel noch, 1? Ja. Ja. Das ist unser Grundgesetz. Wir haben sehr viel dran gearbeitet, dass das so aussieht, wie wir das haben möchten. Ich glaube trotzdem nicht, dass er der Sohn des Mannes da ist. Muss er ja auch nicht sein. Er kann ja auch adoptieren, nicht wahr? Ja, und er kann auch in diese Dorfgemeinschaft reingezogen sein. Ich habe ja auch ein Schild gebastelt. Ja. Darf ich dir das geben? Ich habe versucht, das in Fraktur, damit das passend ist. Und dann habe ich das noch auf Persisch geschrieben, damit das vom Nationalen ein bisschen ins Internationale reingeht. Ich würde es euch gerne übergeben. Vielleicht überlegt ihr euch ja, ob man das irgendwann doch an den Wegweiser ranmachen könnte. Wir können ja beim nächsten Dorfding darüber reden. Alles schön und gut. Und dann haben wir immer noch Braunau am Innen dran stehen. Wieso zieht ihr euch immer an so Kleinigkeiten? Ja, weil Hitler nicht so klein war, was er gemacht hat. Da aber das ist nur ein kleines Schild. Aber darüber wird nicht diskutiert, ne? Das bleibt. Ja? Ja.
Ja, natürlich. Warum sollten wir darüber diskutieren? Also nichts, was hier ist, steht irgendwie ist in Frage gestellt oder sind Fragezeichen hinter oder so. Es ist einfach, wie es ist. Es ist also einfach, wie es ist. Alles locker im Nazidorf. Solange man sie machen lässt mit ihren Wegweisern und ideologischen Versteckspielen. 4 Wochen Jamel. Was bleibt? Freundliche Nazis, die einen erdrücken wollen mit ihrer Arglosigkeit und ein Dorfchef als PR-Stratege. Vor allem aber bleibt mein Wandbild. Jeder, der ins Dorf kommt, wird als erstes diese Familie sehen und einen Hinweis auf unsere Demokratie, die sie hier nicht wollen. Nach meiner Abreise schickt uns Sven Krüger noch 2 Fotos. Mein Wegweiser mit meinem Geburtsort Teheran hängt jetzt, allerdings nur an seiner Terrasse, von der Straße aus nicht lesbar. Und das dunkelhäutige Kind kann man nicht mehr sehen. Es stehen jetzt 2 Mülltonnen davor.